Das ist ein Risiko, echt. Was denn? Dass ihr euch hinstellt und was machen. Als Schauspieler hast du immer das Gefühl, mach mal was Lustiges, bist doch Schauspieler. unser Musiker setzt sich ans Klavier, macht eine ganze Zeit. Herr Rode, Sie nachher die Liegestützen machen, das Publikum wird... Schon beklagen, was soll denn ein Politiker sagen? Wirklich? Ah, wirklich? Der war gut, leider. Ich hab schon mit einer gewissen Sorge den Verlauf dieser Sendung verfolgt. Wir haben immer zurückgeschaut. Erst war die Rede von Woodstock und von der Hippie-Zeit, Heinz Erhardt und so. Was ist denn eigentlich die Musik, die Sie gut finden, wo Sie abgehen? Auch das hat jetzt nichts, glaube ich, mit Vergangenheit zu tun. Also es hat jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Geburtsjahrgang zu tun. Ich finde Live-Musik eben gut und das in einer ganz großen Bandbreite. Also ich finde zum Beispiel Jazzmusik oder Free Jazz finde ich nur live gut, muss ich sagen. Also Free richtig Jazz. Free Jazz, okay. Wenn ich es live erlebe. Ich finde, Musik ist nicht nur hören, sondern auch erleben. Das sowas mag ich. Ich selbst habe Querflöte gelernt und mein Bruder Trompete. Also es war dann auch annähern an die Harmonie. Aber eine Lieblingssängerin oder ein Lieblingssänger? Und ich fand Joe Cocker super, ich finde Mark Knopfler super. Aktuell, Adele ist eine tolle Sängerin, muss man sagen. Adele. Ja, sie ist und... ich war auch in verschiedenen Konzerten, war jetzt zum Beispiel Lenny Kravitz in Verona erlebt. Das ist schon zeitlos. Sind Sie extra hingefahren? Habe ich zum Geburtstag bekommen. Wow. Von wem? Genau. Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in der CDU, gerade bei Männern, so vom Andenpakt und solche Geheimbünde, dass da AC/DC so beliebt ist? Ich weiß, dass der Karl Theodor zu Gutenberg AC/DC irgendwie gemocht hat. Und der ist da rausgefallen aus dem Zusammenhang. Aber weiß noch, das war. Und selbst AKK, also sie hat uns ja erlaubt, sie abzukürzen. Ja. Selbst AKK hat neulich gesagt, dass es so Tage gibt, da hilft nur noch AC/DC. Ja, das ist die kann Energie. Sein. Also ich finde zum Beispiel Pat Metheny einen tollen Künstler. Aber das können Sie doch nicht im Ernst mit AC/DC vergleichen. Ja, wollte ich gerade sagen. Der gibt einem dann die komplette Stimmungsbandbreite. Also AC/DC kommt so beim Kochen, je nachdem, ob man Gemüse hacken muss oder sowas. Kommt immer auf die Tätigkeit an, ob man gerade im Wahlkampf ist oder ob man gerade jetzt sagt, ach komm, ist gut gelaufen. Gab es so eine politische Situation in letzter Zeit, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt bräuchte ich den Song Highway to Hell? Nö. Also ich muss sagen, nee. War immer alles also, gut. Es ist so ein Grundsound, den wir ja haben in der Politik. Highway to Hell. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Naturells oder des Typus. Also meine Grundstimmung ist nicht abhängig von der Musik, die gespielt wird. Sonst könnte man ja durch kein Kaufhaus mehr gehen. Das ist ja schlimm dann. Und insofern, man muss schon sagen, ist ein guter Mix, den ich von Tag zu Tag erlebe in der Frau Politik. Klöckner, viele unserer Zuschauer wissen, dass wir die Sendung, die um 22 Uhr beginnt, ein paar Stunden vorher aufzeichnen. Wenn jetzt also unser Gespräch läuft, wird es schon kurz nach 23 Uhr sein. Deshalb wollte ich Ihnen einfach ein Angebot machen, auch gerade weil Sie so wahnsinnig beredt sind und spontan sein können und alles. Wenn es Fragen gibt, die ich stelle, die so dusselig sind, dass dann sage ich Ihnen das. Erstmal das sowieso, aber auch, dass Sie in Versuchung geraten, in den Politikersprech zu verfahren. War ich das jetzt eben? Nein. Dann geben Sie mir ein Zeichen, dann stelle ich die nächste Frage. Darf ich Ihnen auch sagen, wenn Sie in Journalistensprech fallen? Total. Wirklich, total auf. Aber ich warne Sie schon vor. Ja. Ein bisschen Journalistisch. Sie haben aber schlechte Erfahrungen mit Politikern dann gemacht. Null. Schon gar nicht in dieser Sendung. Aber ich will etwas aufgreifen, was mein neuer Freund Dirk gesagt hat. Gestern, glaube ich, Phoenix geguckt hat und so wahnsinnig begeistert war von einer Regionalkonferenz der drei aussichtsreichsten Kandidaten, Merz, AKK und Spahn. Eine davon, da waren Sie die Gastgeberin, Ida Oberstein, das war, glaube ich, die zweite Regional. Im Herzen von Deutschland. In Rheinland-Pfalz, natürlich, das ist, Synonyme sind das
Wen fanden Sie denn besonders gut? Ich sage das jetzt diplomatisch, das Publikum. Ja, also was ich fand, also es kommt auf die Frage an. Und man hat gemerkt, Sie haben wirklich zugeschaut, lieber Herr Rossmann. Ja. In der Tat, weil Sie sagten, Sie fanden alle drei interessant und auch gut. Und jeder hatte so seine Stärken, je nach Frage. Und aber ganz ehrlich, ich habe natürlich, ich präferiere schon jemand, aber das werde ich hier nicht sagen. Man mag es auch so. Friedrich Merz haben Sie sehr ausführlich gelobt vorhin schon. Ich meine, ich kenne Friedrich Merz seit 10, 15 Jahren. Und wenn ich Menschen persönlich kenne und ich finde, er ist heute ein belebendes Element für die CDU. Ja? Ich finde, die beiden anderen haben sich auch gut geschlagen, aber es war ein neuer Dreier. Die Frage der Diplomatie jetzt. Nein, erstmal finde ich es doch, also ich persönlich jetzt finde das insofern belebend, da wir ja irgendwie die vergangenen Wochen, Monate den angeblichen Abgesang auf die Volksparteien hatten, irgendwie auch so im Jammern sind. Und erstmal, wir leben echt in einem guten Land, dass man auch mal uns wieder so ein bisschen sortieren. Und jetzt haben wir bei uns in der CDU, was wir so nicht... Ich muss Ihnen wieder, entschuldigen Sie, aber jetzt bin ich unhöflich. Aber ein gutes Land braucht auch gute Politiker. Ansonsten wird es für die Bürger unerträglich. Das schließt ja keiner aus. Das schließt ja keiner. Im Übrigen, braucht es auch gute Unternehmer, sonst wird es auch unerträglich. Und es braucht ordentliche, mutige Bürger, sonst wird es auch unerträglich. Aber Unternehmer sind nicht jeden Abend im Fernsehen. Nein, ja? Ich ja auch nicht. Also ich bin ja auch nicht jeden Abend im Fernsehen, Politiker auch nicht. Ich finde, den Fehler, den wir nicht machen sollten, meiner Meinung nach, ist, dass man sagt, die da, das sind die Politiker und wir sind all die anderen. Seien Sie gut zu den Politikern, Sie kriegen keine besseren. Die kommen aus der Bevölkerung, aus dem Volk. Wo sollen sie sonst herkommen? Ja, und Politiker bilden... Geben Sie mir die Chance. Ja. Politiker bilden das ab, was Gesellschaft auch ist. Nein, es gibt gute Politiker. Entschuldigen Sie, ich werde unnötig. Aber es war etwas ganz Wichtiges in der Sendung. Friedrich Merz sagte, Politiker müssen sich auch im Vorfeld zusammentun, auch gerade wenn es strittig ist. Und im Vorfeld schon mal die Dinge abklären und dann in die Öffentlichkeit gehen. Aber nicht in der Öffentlichkeit jeden Streit aushandeln. Das überfordert die Öffentlichkeit, das will die Öffentlichkeit nicht. Und die Folge ist, dass eine Partei, die Volkspartei ist, abrutscht. Und es ist nicht gut, wenn wir Verhältnisse haben wie in Italien und anderen Ländern, wo es 10, 12 Parteien gibt. Ich wünsche mir, dass wir eine starke SPD haben, starke Grüne haben, eine starke CDU, CSU haben. Aber ich wünsche mir hier nicht eine Farbpalette von 12, 13 Parteien, weil das für unser Land nicht gut ist. Vor allen Dingen Blau und Braun können wir uns sparen. Ja, da bin ich. So, ich sag's hier mal an. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, mich auf die Politik-Schiene zu bringen. Ne? Bei sich war er ja relativ zurückhaltend. Jetzt kommt es in die Politik. Ich finde es ja schön, wenn Politik Leute elektrisiert. Ich finde es gut, ehrlich gesagt. Aber ich hatte Ihnen ja die Frage gestellt, wen Sie besonders eindrucksvoll fanden. Alle drei. Ja, nein, wirklich. Also ich meine, auch wenn das jetzt nicht die Antwort ist, die Sie gerne hätten, aber dennoch ist es eine legitime Antwort. Denn am Ende und auch von mir eine überzeugte Antwort, die ich überzeugt gebe. Denn jeder hat andere Aspekte und einer sagte mir am Schluss, am liebsten hätte er einen Friedrich Jens Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender. Bisschen schwierig, das wäre ein bisschen schwierig. Aber heute stand in der Süddeutschen ganz liebevoll, es war so ein bisschen WG-Feeling. Ja, ja? Also, stimmt. Das hätte ich auch nie gedacht. CDU-Politiker in der WG und alle so nett zueinander. Und es geht ja nicht ums Nettsein. Nett ist ja per se, nett kann ja auch... Also ist ja nicht immer ein Kompliment einfach, wenn man sagt, er ist nett, dann ist ein, wenn Sie zu einem Wein sagen, ach, das ist ein netter Wein, dann lassen Sie ihn stehen. Also, oder ist ein unkomplizierter Wein. Nein, also einfach nur mal an die Grundfesten zu kommen, was auch Herr Rossmann gesagt hat, die Fähigkeit des Politikers, ganz gleich welcher Couleur, ich sage jetzt mal in der Mitte der Gesellschaft stehend, oder Wettbewerber in einer Partei, dass die miteinander sich zuhören können, einem auch mal Respekt zollen, sagen, hat er recht gehabt. Ich sehe aber das andere anders. Das klingt banal, aber das halte ich in den Zeiten, wo wir fast nur noch von Stimmungen
geprägt sind. Das heißt, ich bin, also so erlebe ich das auch sehr häufig. Wir sind uns ja einig, glaube ich, alle, dass man völlig unerwartet plötzlich hinschaut auf diese Partei und denkt, hey, da ist richtig was los. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, unabhängig von unseren parteipolitischen Präferenzen und für die Kandidaten. Würden Sie sich selber als einen empathiebegabten Menschen bezeichnen? Ich selbst? Ja. Empathiebegabt, meinen Sie aufnehmen von anderen auch oder selber Empathie ausstrahlen? Ja, von Beides. Anderen aufnehmen, also auch Mitleid entwickeln für Mitgefühl. Ja. Ja, weil, sonst wäre es ganz schlimm, wenn ich das nicht hätte und wäre in der Politik. Das wäre schlimm. Ich frage deswegen. Ja. Und zwar. Aber da musst du mich lassen, Dirk noch was zu fragen. Er hat jetzt genug geschwärmt von Friedrich Merz. Das ist. Weil ich glaube, die Zunahme von populistischen Parteien, das hat damit zu tun, dass Politiker zumindest, entweder habt ihr alle ziemlich miserable PR-Berater, oder aber es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, es findet keine Sprache, keine Mitteilung mehr statt, die in der breiten Bevölkerung verstanden wird. Man hat das Gefühl, dass Politiker sich hauptsächlich füreinander und untereinander unterhalten. Es gibt aber nicht nur die Politiker. Nein, ich weiß. Ja, aber das ist schon so. Nein, Sie sind auch alle Menschen. Armin, ich hab dir, komm zu dem Punkt. Was ist deine Frage? Und zwar in Niedersachsen hat es jetzt in mehreren Schlachthöfen Fälle gegeben von brutaler Tierquälerei und zwar von amtlich bestellten Veterinären. Und das waren wahrscheinlich nicht die einzigen Schlachthöfe. Davon wird es überall in Deutschland welche geben. Wird es da demnächst Sondereinheiten der Polizei geben, die Schlachthöfe durchsuchen, weil da Kreaturen gequält werden, deren Fleisch bei uns auf dem Teller landet? Da werden wehrlose Geschöpfe gequält und da finden keine SEK-Einsätze statt, die ich mir wünschen würde. Na, wobei, Herr Rose, ein Punkt ist, SEK hat da nichts zu suchen, weil sie das überhaupt nicht beurteilen können. Hoffentlich gehen Fachleute rein, SEK die das sind sehen. Die also es ist Terror. Also da müssen wir ein bisschen. Es ging ich habe etwas überspitzt. Es ging eben um Populismus. Ja, gell? Ja, eben, ja. Insofern, das ist. Mein Mikro ist gefallen. Das ist unsäglich, was dort passiert ist. Die sind zu Recht dicht gemacht worden. Zwei sind geschlossen worden. Geben Sie mir doch die Chance gerade. Drei sind dicht gemacht worden. Und aus dem richtigen Grund, weil sie nicht nur gegen Gesetz verstoßen haben, weil sie nicht gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben, weil sie nicht nur gegen Lebensmittelbestimmungen verstoßen haben. Es ist dicht gemacht worden. Weil sie auch gegen ein Berufsethos verstoßen haben. Und was mich ärgert, weil wir haben ja als Bund nicht die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit, was mich ärgert ist, dass in vielen Ländern die Dichte der Kontrolle nicht gegeben ist. Und insofern liegt es nicht am Tierschutzgesetz. In vielen Ländern meinen Sie jetzt Bundesländer? Bundesländern, in der Tat. Ja. Es liegt ja nicht am Tierschutzgesetz. Was hilft? Der Buchstabe ist tot, wenn er nicht belegt werden. Wird. Genau, das ist der Punkt. Und deshalb nochmal will ich wirklich eins nochmal sagen. Was ganz wichtig ist, dass wir grundsätzlich eben nicht von der Politik reden, weil dann hat man überhaupt keine Chance, aus diesem Topf rauszukommen. Es ist genauso wie die Journalisten oder die Schauspieler. Es sind sehr unterschiedliche, wie wir agieren. Da bin ich selber so verrutscht, wie die Leute, denen ich sowas vorwerfe. Passiert. Was meinen Sie? Da bin ich selber so verrutscht. Ja, ja. Also insofern ist ja alles, dafür finde ich auch schön, dass wir uns hier so unterhalten darüber, weil es ja auch immer ein Perspektivwechsel am Ende ist. Aber ich würde so wahnsinnig gerne nochmal nachhaken, glaube ich, auch für viele, die uns jetzt zuschauen. Ja? Ich glaube, fast alle Menschen würden sagen, wenn wir Tiere schon essen, sollten wir sie wenigstens vorher nicht quälen, bevor wir sie essen. Warum? Sie sind eine absolute Fachfrau jetzt. Sie wissen Bescheid. Warum ist es so verdammt schwierig, da etwas zu ändern? Warum werden noch Küken geschreddert? Warum ist es, warum werden immer noch ohne Betäubung Ferkel kastriert? Warum müssen Tiere auf so erbärmlich engen Platz ausharren? Wenn Sie da rangehen an so eine Aufgabe, was merken Sie? Warum geht das nicht zu verändern? Oder doch, nur es sehr geht langsam, zu verändern. Sehr langsam. Nein, nein, es geht zu verändern. Aber nein, warum aber dauert es geht, nein, nein, nochmal, es geht zu verändern. Und da sind wir dran. Stichwort das Thema Kükentöten. Mag für einen irgendwie klein klingen, aber das ist so. Stichwort Legehennen. Wenn aus dem Ei ein männliches Küken schlüpft, dann ist das nicht verwertbar unter den Maßstäben, die heute gelten. Und insofern finde ich, es ist ethisch nicht vertretbar,
dann diesen nur, weil sie männliche Küken sind, dann, sie werden dann in, also getötet. Man muss es nicht noch beschreiben, wie sie werden geschieht. Vergast und, ja, dann geschreddert. Und geschreddert. Viele kommen lebendig und deshalb, in die Schreddermaschine, genau, weil sie gar nicht und deshalb habe ich gesagt, und auch schon mein Vorgänger, wir werden Alternativen müssen wir entwickeln, denn, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, das weiß nämlich auch Unternehmer wissen das, im gesamten europäischen Ausland wird das gemacht und wir importieren das. Und ich will einen Schritt weitergehen. Ich will an der Spitze derer stehen, die etwas anstoßen, dass es auch im gesamten Europa in nächster Zukunft nicht mehr geschieht. Und wir haben deshalb mehrere Millionen Euro in die Forschung reingegeben. Und jetzt kann man rausfinden, schon bereits im paar Tage alten Ei, welches Geschlecht dieses Ei haben würde und dass es erst gar nicht ausgebrütet wird. Jetzt mögen Sie sagen, das ist zu langsam. Ja, ich frage, warum? Aber was ist die erste Schwierigkeit, wenn Sie sagen, ich gehe da jetzt mit Idealismus ran, mir tun die Viecher auch leid? Wissenschaft, also ich jetzt erstmal Wissenschaft, Sie müssen es erstmal entwickeln. Nee, wieso, also das große Problem jetzt, für mich ist, ich finde, dass bei uns immer noch dieses Tierquälen, wenn einer eine Katze quält oder Tierquäl oder was auch immer, wie ein Kavaliersdelikt behandelt wird. Jetzt hat er halt die Katze gequält. Wenn einer falsch parkt, kriegt er einen Strafzettel, wird er bestraft. Wenn einer geblitzt wird, wird er bestraft. Warum bestraft man diese Menschen nicht? Nein, die werden nicht bestraft. Die können quälen. Und das ist noch ein Problem. Das ist einfach, diese Tiere haben immer noch keine Rechte. Und das muss ich einfach sagen. Und da ist ganz viel in der Vergangenheit nicht richtig gemacht worden. Dass man das nicht von heute auf morgen... Ihr wollt ja auch Antworten jetzt haben. Und ich glaube, ein bisschen sortieren müssen wir schon. Ein bisschen sortieren müssen wir jetzt. Jetzt ist die Frage nochmal, wir haben Tierrechte, das Tierrecht im Grundgesetz. Aber das wird nicht durchgesetzt. Bitte nicht so pauschal. Das ist meine Meinung jetzt einfach ganz kurz. Ich möchte ganz kurz zu Ende führen. Ganz kurz. Das ist jetzt ganz wichtig. Ich sehe, dass diese Tiere, da können Gesetze, das ist ähnlich wie bei Kindern, aber noch schlimmer, dass das nicht durchgesetzt wurde bis jetzt. Ich bin gerne jetzt bereit, es zu hören, dass es jetzt anders wird. Und die Tiere, da kann ein Grundgesetz sein, wie es will, die hatten keine Rechte. Und diese Tiere werden gequält und es passiert eben nichts bislang. Und nicht genug. Dann muss so jemanden richtig bestraft werden, die Strafen eben hoch genug sind. Und wenn man merkt, hoppla, das geht, dann quälen die Tiere auch nicht mehr so. Und sowas, was da im Moment abgeht in den Schlachthöfen und so weiter, das ist auch, ich meine, das ist ja auch nicht mehr Menschen. Das sind doch Menschen und keine Bestien. Lass doch mal reingehen. Das ist halt, so kriegt man natürlich auch Stimmung hin und dann sind wir alle, dann müssen wir gar nicht diskutieren um Fakten. Nein, nicht Stimmung, das hat mit Stimmung nichts zu tun. Gebt mir die Chance. Ja. Ich glaube, das wäre gar nicht. Ich habe den ganzen Abend jetzt nichts gesagt, kann man nicht sagen, aber ja, na, also du bist, Sie sind gut präsent. Ja? Darum geht es nicht. Also, bitte. Also, ich muss mit ein paar Dingen hier auch aufräumen. Menschen verlieren ihre berufliche Zulassung und das ist richtig so. Als Schlachter, als Tiertransporter zum Beispiel, die verlieren, wenn sie erwischt werden, ihre Zulassung. Das ist richtig. Es gibt Bestrafungen und es gibt zum Beispiel werden Schlachthöfe zu Recht auch geschlossen. Nur um das deutlich zu machen. Wo ein Problem besteht, ist es die Kontrolldichten, also keine Dichte sind, zumindest nicht hoch ist, sondern die Kontrollen müssen stärker sein. Es gibt noch zu viele Lücken, wo eben, und da kommt jetzt auch noch leider der Verbraucher ins Spiel. Auch das will ich sagen. Auch das will ich ganz klar sagen. Wo wir alle auch gefragt sind. Schauen Sie mal, wir haben vor 50 Jahren die Hälfte unseres Haushaltseinkommens ausgegeben für die Mittel zum Leben, unsere Lebensmittel. Heute sind es nur 9%. Wir sind mit Weltmeister für das, was wir ausgeben, in der Kücheneinrichtung. Das ist wie ein Statussymbol. Aber was wir darin zubereiten, da geben wir recht wenig aus. Und ich finde es, unanständig. Ich habe auch die allen Handelsketten bei mir gehabt im Ministerium. Wenn Handelsketten damit werben, 15 Cent, 100 Gramm ein Hähnchenschenkel. Mhm. Dann muss ich sagen, das ist unanständig, so etwas. Und dann sagen wir, die Handelsketten, ja, der Verbraucher kauft nichts anderes, aber man erzieht ihn ja auch mitunter so. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert. Und was ich machen werde, ist ein staatliches Tierwohlkennzeichen. Gibt es nicht auch Tierhalter, die sagen, wenn wir jetzt alles schnell umstellen würden, dann wären wir ruiniert, weil wir so viele Jahrzehnte in die Ställe investiert haben? Teilweise. Also was wir machen, was ich jetzt mache als zuständige Ministerin, wir geben Förderungen, damit Stallumbauten für mehr Tierwohl schneller möglich sind. Ich bin jetzt wirklich aktiv daran, dass wir ein staatliches Tierwohlkennzeichen
für den Verbraucher sichtbar anbringen können. Und dann ist auch der Verbraucher gefragt, dass er nicht sonntags die Sonntagsreden hält und von montags bis samstags anders einkauft. Und wir haben mehr Handys als Einwohner, aber wenn es darum geht, was unsere Lebensmittel wert ist, da sage ich, da sitzen wir alle in einem Boot. Und Sie haben recht, wir müssen auch schauen, wir sind in einem europäischen Markt. Wir importieren, wir exportieren. Und wir brauchen einen europäischen weiteren Fortgang für mehr Tierwohl. Und das halte ich für wichtig und dass wir auch nicht alle Tierhalter über einen Kamm scheren. Und ich kann auch sagen, manch einer, der seine Haustiere wie Haustiere gehalten werden, ist auch ein großes Problem. Versuchstiere für Versuche, die überhaupt nicht notwendig wären. Das alles sind Tierwohl-, Tierschutzfragen, wo in der Tat es stimmt, wo lange Jahre überhaupt nicht so wirklich der Blick drauf war. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir schrittweise vorankommen, aber nicht mehr hinten dran zurückfallen. Okay. Frau Klöckner, wir hatten Sie eigentlich, Judith und ich, eingeladen, um mit Ihnen zu reden über die Rolle der muslimischen Frau und die Schwierigkeiten, die Sie gelegentlich hier erfährt. Das ist ein harter Sprung Es war das, was Sie jetzt erzählt haben zum Tierwohl. Sie haben es ja auch gemerkt an den Reaktionen der Gäste und des Publikums hier. War so spannend, dass Sie jetzt einfach sagen, wir blenden das ganz groß ein. Ich will noch mal sagen, Tiere sind eben keine Wegwerfware, sondern Mitgeschöpfe. Deshalb umso berechtigter ist das. Also, dieses Thema war so spannend. Und natürlich aktuell dazugekommen waren ja die große Castingshow, die Sie in Ihrer Partei jetzt veranstalten, dass ich einfach vorschlage, Sie müssen nochmal kommen. Nochmal kommen. Ja, dann reden wir auch über das Buch. Wegen des Buches, des Frauen. Aber dann, das darf ich noch sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Frauen der Schlüssel sind für eine gelingende Integration. Also kein Rabatt auf Frauenrechte. Das ist mir wichtig Lieber zu sagen. Okay. Das ist ja.